Also hallo und herzlich willkommen bei unserem Vortrag über Gluon und Funkfeuer Graz. Mein Name ist Gabor Ratz, neben mir ist Maciej Krüger. Wir beide machen bei Funkfeuer Graz mit. Maciej entwickelt seit letztem Jahr die Funkfeuer-Firmware für Funkfeuer, die Gluon-Firmware für Funkfeuer Graz. Ich helfe ihm dabei auch gelegentlich. Meine Interessen liegen eher bei Netzwerktechnik und Funk. Wir werden euch heute in diesem Vortrag die Gluon-Firmware vorstellen. Zuerst gebe ich euch kurz einen Überblick über Funkfeuer Graz. Danach erzähle ich etwas über die bisherigen Ansätze für Firmware über Funkfeuer Graz. Im zweiten Teil erklärt Maciej, was Gluon ist und welche Vorteile Gluon bietet bei Funkfeuer. Ups, zu viel. Also Funkfeuer Graz ist ein offenes Mesh-Netzwerk in Graz und Umgebung. Das Netz ist offen für alle. Jeder kann daran teilnehmen. Das Ziel vom Netzwerk ist, ein eigenes, unabhängiges Netz zu bauen und sich mit anderen austauschen und einander gegenseitig helfen. Am Bild sieht ihr einen Ausschnitt über unsere Karte. Wir haben in Graz Standorte und zurzeit circa 60 aktive Knoten. Jeder Knoten funktioniert auch selber als Router und kann Daten für andere Knoten übertragen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Knoten miteinander zu verbinden. Zum Beispiel mit dem traditionellen 2,4 GHz Mesh oder das neuere 802.11s. Heutzutage verwenden wir vermehrt 60 GHz und 5 GHz in Point-to-Point oder Point-to-Multipoint-Konfiguration. Verbindungen über einige Kilometer sind dabei möglich. Weiters kann man Knoten auch mit Kupfer- oder Glasfaserkabel verbinden. Die TU Graz unterstützt Funkfeuer, indem sie uns ein VLAN zur Verfügung stellen. Dieses VLAN ist bei jedem TU Graz Standort vorhanden und verbindet diese Standorte. Funkfeuer kann das VLAN transparent verwenden. Hier auf dieser Folie, also auf dieser Folie seht ihr eine schematische Darstellung von unserem Netz. Links ist der Backbone-Teil bei der TU und beispielsweise ist da ein 60 GHz-Link dargestellt, der dann zu einem anderen Standort geht. Rechts seht ihr einige Router, die sich mit 2,4 GHz meshen. Es gibt auch die Möglichkeit, einen bestehenden Uplink für das Funkfeuer zu nutzen. Das ist links unten dargestellt über das Internet. Da verwenden wir VPN. Und je mehr Verbindungen ein Knoten hat, desto besser ist es selbst für den Knoten selbst und für das ganze Netzwerk. Die anderen Knoten haben dann mehrere Wege für Verbindungen miteinander. Und jetzt kurz über das Routing-Protokoll vom Funkfeuer. Funkfeuer verwendet das OLSR, also das Optimized Link Stating Routing Protocol. OLSR benötigt minimale Konfiguration. Im einfachsten Fall muss man einfach die IP-Adressen für die Knoten eintragen. Benachbarte Knoten erkennen sich und tauschen Informationen über die bestehenden Links im Netzwerk auf. Aufgrund dieser Information baut jeder Knoten eine Routing-Tabelle, die alle anderen Teilnehmer vom Netzwerk enthält. Unten seht ihr, wie OLSR funktioniert. Jeder Knoten schickt Hello-Messages als Broadcast. Die Links zwischen den Knoten werden dadurch erkannt. Mit TC-Messages tauschen sich die Knoten untereinander aus über den State von den bestimmten Links. Die gängigen Router unterstützen aber kein OLSR. Man muss dafür etwas Eigenes bauen. Im Endeffekt braucht man dann einen Rechner, auf dem OLSR läuft. Jetzt kurz über die Geschichte der Firmware in Graz. Um 2006 haben begeisterte Mitglieder von Funkfeuer Graz die Freifunk-Firmware für Graz adaptiert. Die Freifunk-Firmware basiert auf OpenWrt mit einigen vorinstallierten Custom-Paketen.
Rechts oben seht ihr, wie das Webinterface damals aussah. Diese Firmware hat viele Einstellungsmöglichkeiten. Nach der Anleitung im Wiki ist so ein Router gut konfigurierbar. Einige Parameter, wie zum Beispiel SSID, musste man immer manuell eingeben und Updates der Firmware waren schwierig. Die zweite Möglichkeit, einen OLSR-Knoten zu bauen, waren Patches für Stock-Firmware. Beispielsweise sind hier Ubiquiti-Geräte dargestellt. Bei Ubiquiti war es möglich, Custom-Dienste dazu zu bauen. Aber das Problem mit der gepatchten Firmware ist, dass sie bei jedem Update vom Hersteller Arbeit von uns benötigt, dass wir das wieder einbauen. Und die dritte Möglichkeit ist, einfach normales OpenWRT zu verwenden. Der Vorteil bei diesem Ansatz ist, dass es sehr flexibel ist. Aber der Nachteil ist, dass die Konfiguration sehr zeitaufwendig ist und Updates sind auch ein Problem, weil OpenWRT löscht bei jedem Upgrade alle Pakete, die danach installiert wurden. Und wenn das auch mit OLSR passiert, dann kommt man nicht mehr ins Funkfeuernetz. Das ist für einige ein Problem. Und ein weiteres Problem ist, dass die Antennen oft an Dächer installiert sind und da können Upgrades auch schwierig sein, weil da ja immer die Gefahr besteht, dass man sich aussperrt und dann muss man auf hohe Dächer klettern. Und Maciej wird jetzt erklären, welche weiteren Probleme es noch gab und was die Gluon-Firmware anders oder besser macht. Wie der Gabe schon gesagt hat, wir haben aufgrund dessen, dass die Firmware nicht mehr so aktiv entwickelt wurde, sehr viele Geräte, die aktuell End-of-Life OpenWRT verwenden und auch aufgrund diesen relativ komplexen oder nicht garantiert funktionierenden Upgrades, werden Upgrades, wenn sie dann doch verfügbar sind, eher selten gemacht, vor allem, weil es dann manuelle Arbeit vom Nutzer erfordert und teilweise etwas kompliziert ist. Das Ausrollen von Patches und Features ist dadurch auch schwierig, weil Geräte meist sehr viel eigene Konfiguration haben und der Nutzer ebenfalls automatisch von Hand Dinge ändern muss, die vielleicht sogar automatisch gemacht werden könnten. Außerdem ist die Eigenentwicklung der Firmware durch Graz relativ zeitaufwendig für das meist eh schon sehr überarbeitete Funkfeuerkernteam. Dann gibt es Gluon. Gluon ist eine Firmware, die von einer Freifunk-Community entwickelt wurde. Sie ist dafür gedacht, dass andere Communities sich mit Hilfe von einer simplen Konfiguration eine eigene Freifunk oder in unserem Fall Funkfeuer-Firmware bauen können. Und das Ganze baut ganz normal auf OpenWRT auf. Das heißt, Gluon ist im Grunde genommen auch ein Haufen Pakete, die man oben drauf installiert, aber noch mit ein paar Extras. Das heißt, man kann das nicht einfach so als OPKG-Repository verwenden. Gluon hat den Vorteil, dass das Konfigurieren und das Verwenden im Endeffekt sehr einfach und sehr streamlined ist. Der Nutzer muss nur noch Informationen über den Knoten, wie er bei uns in der Grazer Mannmann-Datenbank eingetragen ist, eintragen. Und der Knoten holt sich dann diese Informationen. Gluon bringt auch von Haus aus sehr viele Features mit, die von anderen Freifunks dann gewartet werden, wie zum Beispiel das Roaming-WLAN. Das kann man bei uns am Stand testen. Das erlaubt, dass der Nutzer einfach von Router zu Router springen kann. Also im Endeffekt, er läuft herum und das Handy wechselt dann den Knoten und man hat weiterhin Internet. Das größte Feature von Gluon für uns sind die automatischen Updates. Die erlauben, dass wir endlich einmal konsistente und aktuelle Firmware ausrollen können.
Zudem kann man darüber auch automatische Features ausrollen und es gibt ein System für automatische Migrationen. Gluon wird in einigen Communities eingesetzt in Deutschland. Aktuell sind es 68. Da gibt es den Gluon-Zensus, der ist unten auch nochmal verlinkt. Nach dem Talk laden wir die Slides hoch, dann könnt ihr den Link auch einfach aufrufen. Es werden auch einige Geräte unterstützt. Der Vorteil bei Gluon ist auch, dass Gluon-spezifische Features auf den Geräten getestet werden. Das heißt, es sind nicht alle Geräte dabei, die OpenWRT-kompatibel sind, sondern es wird manuell noch einmal getestet, ob diese Geräte wirklich so funktionieren, wie sie sollen. Und falls es irgendwelche speziellen Änderungen gibt, die wir für diese Geräte brauchen, dann werden die gemacht. Genau. Und im normalen OpenWRT ist es eben so, dass Nutzer einfach Pakete installieren und Dinge manuell konfigurieren. OpenWRT ist komplett frei anpassbar. Das ist eigentlich auch gut. Das führt aber zu Problemen, wie das nicht vorhersehbar ist, was nach einem Upgrade passiert, weil es zu viele unterschiedliche Konfigurationen gibt. Und deshalb ist das bei Gluon etwas weniger anpassbar. Dadurch haben wir eben die Möglichkeit, überhaupt erst automatische Updates ausrollen zu können und sicher sein können, dass die tatsächlich dann auch funktionieren. Nochmal zu den Features im Detail. Also, wie vorhin schon gesagt, es gibt dieses Roaming-WLAN. Das funktioniert so, dass ein Handy eine ganz normale Adresse bekommt, wie wenn es ein Knoten wäre, in einem speziell dafür zugewiesenen Bereich. Im Hintergrund gibt es noch den DDHCPD-Server. Das ist eine Komponente von Gluon, die im Endeffekt verteilt IP-Adressen ausgibt, ohne dass es dabei Konflikte gibt. Das Handy braucht kein eigenes OLSR, um als Knoten zu fungieren, da auf den Knoten die L3-ROMD-Software läuft, die die Adressen von einzelnen Clients, wie zum Beispiel Handys, erkennt und dann im OLSR als HNA announced. Im Grunde genommen einfach nur diese Adresse im Mesh routbar macht und Pakete dann zum Handy durchleitet. Wenn das Handy von einem zum nächsten Router springt, dann ändert sich dabei die Adresse des Handys nicht. Der alte Knoten hört auf, die Adresse zu announcen. Der neue Knoten fängt an, die Adresse zu announcen. Und dadurch propagiert die Router irgendwann zum Gateway. Das heißt, nach ein paar Sekunden funktioniert das Internet wie gewohnt. Und ein anderes Feature von Gluon, das jetzt auch neu im Grazer Mesh ist, ist der Respond-DD-Statistik-Server. Der erlaubt im Grunde genommen beliebige Statistiken, die wir von den Geräten haben wollen, zu sammeln. Da gibt es vordefinierte Statistikabfragen, zum Beispiel die Node-Info-Abfrage. Damit kann man den aktuellen Status der CPU, der RAM-Auslastung und was für eine Hardware das Gerät verwendet, abfragen. Oder zum Beispiel Neighbors. Damit werden die Nachbarn abgefragt. Dazu gibt es noch eine Knotenkarte. Und eben diese Konfiguration, das ist das, was ich zum Beispiel als Entwickler der Grazer Firmware verwende im Hintergrund. Dort können dann die einzelnen Module konfiguriert werden in der SiteMK. Die ist links oben. Und dann gibt es noch die SiteConf. Das ist dann die Konfiguration, in der diese einzelnen Module alle konfiguriert werden können. Da können dann Einstellungen festgelegt werden, zum Beispiel wie das Mesh konfiguriert werden soll, also eigene OLSR-Konfigurationsparameter. Und in der SiteMK kann man einfach das Mesh-Protokoll austauschen, sodass jede Community leicht für ihr existierendes Mesh eine Gluon-Firmware bauen kann.
In Graz verwenden wir momentan noch etwas altmodische Systeme im Hintergrund, zum Beispiel die Mannmann IP-Adressen-Datenbank. Die Vergabe von IP-Adressen für einzelne Knoten ist aktuell noch Handarbeit per Mailingliste. Und bei der Mesh-VPN sieht es ähnlich aus. Da muss man per Mailingliste auch noch ein Zertifikat anfordern und das dann auf dem Gerät installieren, inklusive des OpenVPN-Setups. Bei Gluon sieht das Ganze etwas anders aus. Bei Gluon gibt es standardmäßig nur die IPv6-Adresse. Die besteht einfach nur aus dem Community-Präfix, also was die Community als ihr IPv6-Präfix nutzt, und der MAC hinten dran. Und die Mesh-VPN ist grundsätzlich automatisch konfiguriert und holt sich ihre eigenen Zugangsdaten. Damit das Ganze gemeinsam funktioniert, haben wir uns ein paar Lösungen überlegt und umgesetzt. Zum Beispiel die Mann-Mann-Synchronisation, das ist ein Dienst, der ein JSON-API anbietet, von dem sich Knoten dann die Informationen, wie zum Beispiel die IP-Adresse oder den Standort Kontakt holen können. Die sind im Webinterface vom Nutzer konfigurierbar. Das ist dann im Endeffekt auf der Welcome-Seite seine Checkbox, auf der dann die entsprechenden Daten eingetragen werden. Und links ist dann noch einmal ein Exempel JSON-API-Call. Das Ganze wird dann periodisch synchronisiert und weder die Administratoren noch der Nutzer muss dann groß irgendwas machen, falls sich doch irgendwelche Adressen oder Informationen ändern sollen. Und für die Mesh-VPN gibt es dann ein komplett automatisches Setup. Das benötigt immer noch ein Zertifikat von der Mailingliste. Das heißt, es ist nicht komplett automatisch, aber es ist im Endeffekt nur eine Checkbox und einmal eine Datei hochladen. Wir werden eventuell in Zukunft in Graz auch noch WireGuard VPN ausrollen und automatische VPN-Konfiguration ermöglichen, aber momentan muss man da noch etwas manuell machen. Und wie schon erwähnt, mit dem Statistiksystem und den Nachbarn, die wir durch das Statistiksystem von den Knoten abfragen, können wir eine Knotenkarte bauen, die die Hardware-Informationen enthält, die die Nachbarn enthält und vor allem auch den Typ der Verbindung. Über OLSR bekommen wir dann auch noch die Nachbarn von existierenden Nicht-Gluon-Knoten und können einfach diese in die Karte noch importieren, indem wir die Statistikabfragen für diese Knoten einfach nachgenerieren. Ebenfalls wird dann auch noch auf der Karte die Firmware-Version von anderen Geräten geholt, indem das Webinterface abgefragt wird und nach Mustern abgesucht wird. Das war dann die Theorie von der Gluon-Firmware. Jetzt gibt es noch eine kurze Demo von der Gluon-Firmware. Ja. Und Maciej beantwortet währenddessen noch einige Fragen, wenn sie aufgekommen sind. Währenddessen stelle ich euch kurz dieses Demo vor. Oder ja, ich brauche noch einige Minuten, das einzurichten. Hat jemand eine Frage? Ja? Ich kann das nicht lesen. Ja, kannst du die Frage bitte wiederholen? Am Anfang. Ja, ich habe die Frage verstanden. Du musst die Frage wiederholen. Ach so, für die Aufnahme. Also die Frage war, wie der Prozess ist, wenn man bei Funkfair einsteigen möchte. Grundsätzlich kann man direkt zum Treffen in der Brockmanngasse 15 kommen. Das ist zweiwöchentlich am Montag. Dort gibt es dann unter anderem Gabor, der dann nachschaut, welche Knoten in der Nähe von einem Standort sind.
Man kann auch direkt seinen eigenen Knoten aufbauen. Per Mailingliste kann man dann die IP-Adresse anfordern und das Zertifikat für die VPN. Für die Hardware muss man noch die Firmware runterladen, entweder unsere Gluon-Firmware oder man kann es manuell mit OpenWRT aufsetzen, wenn man möchte. In die Firmware muss man dann nur noch die Daten eintragen. Bei OpenWRT gibt es im Funkfeuer-Wiki eine Konfiguration, wie OLSR eingerichtet werden muss. Zum Flashen der Firmware gibt es im OpenWRT-Wiki meistens eine Hilfeseite. Das Flashen der Firmware ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Man kann es aber auch auf einem Server betreiben, wenn man möchte. Oder auf einem Raspberry Pi, wenn einem das lieber ist. Andere Fragen? Ja. Es gibt zum Beispiel das Funkfeuer Wien. Das Funkfeuer Wien verwendet OLSR, genauso wie Graz. Die haben bereits IPv6 ausgerollt. Wir rollen demnächst erst IPv6 aus. Die verwenden nicht die Gluon-Firmware. Ich weiß nicht, ob sie eine Firmware haben. Ich glaube, das ist alles manuelle Konfiguration noch. Es gibt Communities in Deutschland, die verwenden Gluon mit Batman. Und es gibt Communities, die verwenden die Freifunk-Firmware aus den OpenWRT-Repositories, die quasi davor entwickelt wurde und parallel existiert. Andere Fragen? Ich wollte fragen, wie verbinden sich verschiedene Städte miteinander? Also wenn ich eine Community in Wien habe und ich habe eine Community in Graz, wie verbinden sich die miteinander oder sind die überhaupt verbunden? Standorte sind selten miteinander verbunden. Meistens möchte man das Mesh nicht direkt miteinander verbinden, weil das dazu führt, dass das Mesh bzw. die Routing-Tabelle vom Mesh sehr groß wird. Es gibt die Möglichkeit, eine VPN zu machen, von einem zum nächsten Standort oder einfach einen direkten Link und das entsprechende Subnetz von dem Standort dann über den direkten Link zu routen, ohne alle Routen in das Mesh zu importieren. Das ist quasi transparente Anbindung, aber nicht so Mesh-mäßig, sondern eher so halb. Ja. Gibt es noch Fragen? Ja. Und sonst wollte ich vielleicht noch fragen, wie verhindert man, dass da irgendwelche bösen Leute Mist bauen halt? Oder wie sorgt man dafür, dass man da vielleicht Vandalismus verhindert, dass irgendjemand absichtlich da was sabotiert? Wie geht man dagegen vor? Wir haben ja eine manuelle Adressvergabe, beziehungsweise Adressen werden an Standorte vergeben und diese Standorte gehören Personen. Das heißt, es ist theoretisch möglich. Wir sammeln zwar keine Logs, aber wir können live im Traffic sehen, wo er herkommt, wenn zum Beispiel jemand einen DDoS von unserem Netzwerk ausführen würde. Sonst, wir blockieren momentan nicht wirklich etwas. Wir hatten auch keine derartigen Probleme, dass es nötig war. Andere Communities, zum Beispiel in Deutschland, die nicht über einen ISP gehen, der da kooperiert, nutzen zum Beispiel eine VPN nach Schweden, wo es die Probleme da nicht gibt. Ist dann dementsprechend nicht so schnell und auch nicht so toll. Aber bei uns geht das einfach direkt ins Internet raus. Aber wir hoffen natürlich, dass die Leute nicht
uns missbrauchen, um böse Dinge zu tun. Sonst müssen wir dann doch Maßnahmen umsetzen. Dann kurz zu diesem Demo. Hier seht ihr das Administrations-Web-Interface und Maciej kann dir erzählen, was die verschiedenen Dialoge machen. Das Ganze taucht auf Deutsch auf und auf Englisch, je nachdem, was die eingestellte Sprache des Systems ist. Wir haben inzwischen alles schön übersetzt. Hier ist die Wizard-Seite. Das ist die Seite, die man bekommt, sobald man den Knoten zum ersten Mal in Betrieb nimmt. Hier kann man den Namen des Knotens einstellen. Die Mann-Mann-Synchronisierung, die ist aus. Dieser Knoten ist momentan unter einer temporären Adresse gelistet. Kann man dann den Standort und den Router eintragen, falls es mehrere Router am Standort gibt. Noch die Knotenposition, die wird dann auf der Hauptglaskarte eingetragen oder die E-Mail. Die werden übernommen, sobald der Nutzer die Mann-Mann-Synchronisierung einrichtet, direkt aus der Mann-Mann-Datenbank. Dann gibt es noch die einzelnen Konfigurationstabs von der Gluon-Firmware. Einmal hier die Übersicht, MAC-Adresse, Hardware und so weiter. Den Remote Access Tab. Hier kann man dann seine SSH-Keys eintragen oder ein Passwort setzen für den Zugriff. Die WLAN-Konfiguration. Da kann man dann relativ einfach mit einzelnen Checkboxen einzelne Wege des Meshens aktivieren, deaktivieren oder den Client Network Access Point, das heißt dieses Free Wi-Fi, das wir an den Knoten anbieten und halt noch die Übertragungsstärke und den Kanal. Für 5 GHz gibt es noch den Outdoor-Modus, der ist auf manchen Knoten automatisch gesetzt, um DFS zu aktivieren, also um konform draußen zu senden. Hier kann man dann noch die Adressen einstellen des Knotens manuell. Das ist ein Patch von uns, das gibt es so in Gluon nicht. Gluon ist ja aktuell dafür ausgelegt, eher IPv6-only zu fahren. Das heißt, da gab es noch einige Dinge, die wir nachbauen mussten. Es gibt noch das private WLAN. Damit kann man, wenn man den Knoten ebenfalls an seinem normalen Internet verbunden hat, das kann man zum Beispiel für VPN verwenden, noch einen WLAN-Repeater aus dem Knoten machen. Das heißt, wenn man einfach ganz viel Funkfeuer macht, dann braucht man auch keine Repeater mehr. Gibt es noch den Private AP. Wenn man nur Funkfeuer hat, dann kann man aus dem Funkfeuerknoten einen ganz normalen Access Point machen, der dann seine eigene IP-Range hat. Hier kann man dann unten noch festlegen. Dann gibt es noch die Public IP. Public IP, das haben wir im Vortrag dann nicht erwähnt, das ist im Grunde genommen ein Tunnel, über den man eine öffentliche IP-Adresse nutzen kann, die auf einem Funkfeuer-Server geroutet wird. Oder über einen Funkfeuer-Server. Dann gibt es noch die Netzwerkkonfiguration. Das ist Standard-Gluon. Da kann man dann einstellen, wer sich Internet holt. Nicht so spannend. Und halt noch die Mesh-VPN-Konfigurationsseite. Zum Beispiel, das ist der Knoten, der gerade oben am Stand per Mesh-VPN über das TU-WLAN ins Funkfeuer geht. Das Ganze ist auch relativ simpel gehalten. Im Grunde genommen braucht man die Option nicht anfassen, außer man möchte etwas ändern. Und eben, wie schon gesagt, das nötig war für besser überprüfbare Updates, das Ganze simpel zu halten, gibt es hier auch nicht viele Optionen. Das ist übrigens der Konfigurationsmodus im Live-Betrieb.
Im Live-Betrieb kann man die Konfiguration auch ändern. Dafür muss man dann einmal kurz rebooten, meistens. Hier gibt es noch die Statusseite, die ist dann öffentlich vom Knoten, beziehungsweise öffentlich im Mesh-Netzwerk zugänglich. Hier sieht man die einzelnen Verbindungen. Dieser Knoten hier hat aktuell kein Wi-Fi-Mesh aktiv. Deshalb ist hier auch kein... Normalerweise hätten wir hier noch so ein kleines Diagramm mit der Signalstärke. Das fehlt jetzt. Aber man sieht die einzelnen Knoten, mit denen er verbunden ist und die Adressen, die diese Knoten haben. Und wie viele Clients im WLAN online sind, was gerade auf dem Knoten passiert. Die Informationen zum Knoten. Also wenn, gibt es noch Fragen? Ja? Also das sind nur die Informationen, die sind ganz public, aber bei dem Konfigurationsinterface ist es so, dass der Webserver für die Konfiguration, der läuft, bindet nur auf Localhost und der ist nur so erreichbar, wenn man mit SSH reingeht und ein Port Forward macht. Oder die zweite Möglichkeit ist, in den Config-Mode zu gehen bei Gluon. Dafür braucht man physischen Zugang für das Gerät und dort macht der Knoten dann dieses Webinterface ohne Passwort auf, aber das ist eigentlich auch kein Problem, weil wenn man physischen Zugriff hat, dann ist eh alles egal. Ja. Im Konfigurationsmodus ist Mesh dann deaktiviert und der Access Point gibt über LAN DHCP-Adressen aus. Man kann sich dann einfach über die 6111 direkt mit dem Access Point verbinden, um auf die Konfiguration zu kommen. Ja? Wie steuern Sie dann die Auto-Updates? Wie steuern... Die Frage war, wie steuern wir die Auto-Updates, ob das von uns angestoßen wird? Es gibt verschiedene Kanäle, Beta, Stable etc. Und im Konfigurationsmenü kann man aktivieren oder deaktivieren, ob automatische Updates geschehen sollen. Wenn man das automatische Updaten deaktiviert hat und nur einmalig ein Update anstoßen will, kann man den Kanal im Webinterface ändern und den Auto-Update-Command manuell ausführen. Sonst kann man aber auch Firmware-Images hochladen über das Webinterface oder seine eigene Firmware bauen. Das Ganze ist auf dem Freifunk Graz GitHub. Das haben wir in der Endslide dann nochmal. Also wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanken wir für euch bei uns bei euch für eure Aufmerksamkeit und ja, vielen Dank. Und wenn ihr mehr wissen wollt, wir haben noch einen Stand, da gibt es auch noch Sticker. Ja, und da könnt ihr schauen, ob wenn ihr der Stand ist in Imfeldgasse 25D.